Ich weiß nicht, was du jetzt gerade durchmachst. Vielleicht machst du gerade schwere Zeiten durch. Vielleicht hast du gerade Menschen verloren. Vielleicht haben dich gerade Menschen enttäuscht. Was weiß ich, ja. Sei dankbar für all die schweren Zeiten, die du erlebt hast und noch erleben wirst. Denn diese Zeiten haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Diese schweren Momente in deinem Leben formen dich. So, das Leben passiert niemals so gegen dich. Alles passiert für dich. Jede Sache, die dir passiert ist, war für dich. Das musst du in den Kopf bekommen. Nichts passiert gegen dich. Nur weil gerade alles schwer um dich herum ist. Nur weil du gerade Geld am Verlieren bist oder weil du gerade am Struggeln bist. Embrace the struggle. Sei froh, dass du strugglest. Andere Menschen, die gehen den leichten Weg. Die wissen nicht mal, was Struggle ist. Und beim geringsten Problem schreien die auf, geben auf, rasten aus, haben sich nicht im Griff. Aber du gehst tagtäglich durch problematische Dinge. Sei dankbar für all die schweren Zeiten. Sei dankbar dafür. Denn das bildet Charakter. Das formt dich. Sie haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Diese schweren Zeiten. Deswegen, es soll dir nicht mal peinlich sein, dass du gerade am Struggeln bist, dass du durch schwere Zeiten gehst, durch einen Heartbreak, einen Herzbruch, Herzschmerz, ja, du vermisst gerade irgendeine Person oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Wurdest enttäuscht, wurdest ausgenutzt, ausgebeutet. Was auch immer dir passiert ist, du überstehst diese Sache. Guck zurück, wie oft hast du nicht schon sowas Ähnliches erlebt und wie oft hast du es gemeistert, diese Phase in deinem Leben. Wie oft schon hast du diese Phasen hinter dir gelassen? Mit Bravour. Deswegen, manchmal müssen wir durch schwere Zeiten gehen, damit wir stärker werden. Manchmal müssen wir durch solche schweren Zeiten gehen, nur um zu stärken, nur um stärker rauszukommen. Manchmal müssen wir diese schweren Momente im Leben erleben, damit wir endlich stärker werden. Damit wir endlich wie ein Phönix aus der Asche rauskommen können, mit gestärktem Rücken. Deswegen, manchmal will Gott einfach nur, wenn er uns durch diese schweren Zeiten gehen lässt, dass wir stärker werden. Er weiß, dass wir stark sind, nur wir wissen es vielleicht selbst noch nicht. Du weißt es selbst noch nicht und deswegen lässt dich Gott jetzt durch diese schwere Zeit gehen, damit du stärker wirst, weil du vielleicht gerade noch ein Weichei bist. Bist ein bisschen weich, bisschen zu naiv, bisschen zu leichtgläubig, was auch immer. Aber Fakt ist, du bist zu schwach. Und damit du jetzt stärker wirst, schickt er dich jetzt durch diese Struggles, durch diese schweren Zeiten. Manchmal gehen wir durch schwere Zeiten, um aus unseren Fehlern zu lernen. Vielleicht hast du nicht aus einem Fehler gelernt. Vielleicht hast du einfach noch nicht gelernt. Und Gott gibt dir so oft diese Lektion, bis du endlich lernst. Bis du endlich begriffen hast. Ah, das ist das also. Ach so, okay. Jetzt check ich. Ach so, deswegen passiert mir das. Ah, okay. Manchmal müssen wir diese Dinge im Leben erleben. Diese schweren Zeiten. Damit wir endlich lernen. Aus unseren Fehlern. Vielleicht hast du einfach noch nicht gelernt. Und lässt das Ganze noch zu oft passieren. Und dann auf einmal kommt diese ultimative Sache in dein Leben, wo dich komplett herausfordert. Und du merkst einfach nur am Schluss, ey, das hat passieren müssen, weil ich noch nicht aus diesem Fehler da vorher gelernt habe. Und wäre das jetzt nicht passiert, hätte ich immer noch nicht gelernt. Also,
Sei froh, dass es dir passiert ist. Ich weiß, das ist krass zu sagen. Sei froh für all die schwere Zeit. Aber trotzdem, sei froh, sei dankbar, dass es alles passiert. Denn alles passiert für dich. Alles passiert für dich. Mach dir klar, dass alles für dich passiert und nichts gegen dich. Alles passiert für dich. Nur damit du stärker wirst, damit du endlich lernst aus diesen Erfahrungen, aus diesen schweren Zeiten. Damit du endlich stärker wirst und sonst was. Und nicht mehr so naiv bist, so leichtgläubig, so leicht zu manipulieren. Vielleicht hattest du gerade mit diesem Narzissten da zu tun. Und dieser Mensch hat dich komplett zerstört, gefühlt. Und das ist okay. Manchmal muss so etwas passieren. Manchmal müssen wir einmal komplett zerstört werden, damit wir uns wieder von neu aufbauen können. Denn damit etwas Neues errichtet werden kann, muss etwas Altes zerstört werden manchmal. Deswegen sei dankbar für all die schweren Zeiten, die du durchlebst. Sei dankbar. Und die du durchlebt hast und noch durchleben wirst. Sei dankbar. Sei dankbar. Weil diese Dinge bilden Charakter, die formen dich. Man sagt ja auch, schwere Zeiten machen starke Männer. Starke Männer machen schöne Zeiten. Schöne Zeiten machen schwache Männer. Schwache Männer machen schwere Zeiten. Und wir sind jetzt in schweren Zeiten. Letztens habe ich dieses Bild gesehen. Ja, wir sind jetzt wieder in den schweren Zeiten. Und nach diesen schweren Zeiten werden immer mehr starke Männer herauskommen. Das ist, was ich fest glaube. Wir sehen es jetzt gerade, was in der kompletten Welt abgeht. Wir sind in schweren Zeiten für Männer und sonst irgendwas. Männer hatten es noch nie so schwer wie heutzutage, ja. Testosteron im Keller, ja, immer mehr Männer bleiben Single, kriegen keine Frauen ab, dies, das. Man sieht nur, der Mann hat es immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Aber schwere Zeiten bilden Charakter. Dann merken immer mehr Männer, ah, warte mal, wir müssen hier was verändern. Warte mal, ich muss hier was verändern, ich muss hier etwas anders machen. Und auf einmal verändern sich immer mehr Männer. Und das ist auch, was ich sehe. Die Leute, die mir folgen und sonst, ich sehe euch. Ich sehe euch. Und ich bin stolz darauf, dass immer mehr Menschen es begreifen, ey, ich muss stärker werden. Weil jetzt sind jetzt gerade wieder. Wir sind zwar in guten Zeiten, versteht mich nicht falsch. Uns geht's gut. Aber dadurch, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dadurch, dass wir es zu gut haben, entstehen wieder schwere Zeiten. Denn wie schon gesagt, gute Zeiten bilden schwache Männer. Schwache Männer machen aus guten Zeiten schwere Zeiten. Deswegen sind es gerade schwere Zeiten. Versteht ihr das? Versteht ihr, wie ich jetzt gerade denke? Ich habe letztens dieses Bild gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt wieder wie, das ist wie ein Cycle, ja? Es ist wie ein Cycle. Es ist immer wie ein Zyklus. Erst sind dann die schweren Zeiten, dann machen die Männer wieder aus den schweren Zeiten dann gute Zeiten, dann wenn die guten Zeiten wieder sind, dann geht es uns viel zu gut und dadurch entstehen dann wieder schwere Zeiten und dann machen wir aus den schweren Zeiten wieder gute Zeiten und es geht immer die ganze Zeit so weiter. Deswegen mach jetzt endlich das Beste aus deinem Leben. Versteht ihr wenigstens, was ich sage? Ich habe letztens dieses Bild gesehen, das hat mich getriggert. Da habe ich mir gedacht, ja, wir sind jetzt gerade wieder am Nullpunkt und können alles verändern. Denn jetzt sind gerade wieder schwere Zeiten. Und wir können das verändern. Deswegen, Leute, verändert alles, was euch stört. Verändert alles, was verändert werden muss. Deswegen, ohne diese Erlebnisse wärst du nicht der, der du jetzt bist. Das muss dir klar sein. Veränderung
ist immer mit Schmerz verbunden. Immer mit schweren Dingen verbunden, mit schweren Zeiten verbunden. Wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, willst jetzt dein eigenes Business machen, beispielsweise, und das ist jetzt die größte Veränderung in deinem Leben seit Jahren. Beispielsweise, du hast nur Probleme, nur Struggles, ey. Aber das bildet Charakter. Das macht dich stark. Deswegen, keep it pushing. Mach weiter. Mach weiter. Kämpf weiter. Egal wie oft du fällst, egal wie oft der Teufel dich attackiert, steh immer wieder auf, versuch es aufs Neue und kämpf weiter. Kämpf weiter. Niemals stehen bleiben. Immer weiter kämpfen. Immer weiter Gas geben. Sei dankbar für all die schweren Zeiten. Deswegen, einfach mal, um euch klar zu machen, ey, jeder geht durch irgendwas. Wir haben nicht alle ein tolles, grandioses, rosiges Leben. Viele von uns haben gerade extrem schwere Zeiten. Und das ist okay. Ist nichts verwerflich dran. Da ist nichts falsch dran. Nein, die sind sogar sehr essentiell, diese Zeiten. In deinem Leben, wo es extrem schwer ist. Du verlierst einen Haufen Menschen. Du verlierst deinen fucking Verstand. Ja, du verlierst alles gerade. Finanziell, materiell, auf menschlicher Ebene. Du verlierst gerade sehr viel in deinem Leben. Es ist okay. Es ist okay. Denn um gewinnen zu können, musst du erstmal lernen zu verlieren. Lerne die Art des Verlierens und werde somit ein Gewinner. Denn ein echter Gewinner ist nur ein guter Verlierer. Nichts weiter als das. Macht euch das klar. Und je besser du im Verlieren bist, desto schöner sind die Gewinne. Die Siege. Weil du geduldig bist. Du bist gut im Verlieren. Du lernst aus deinen Fehlern. Du lernst aus diesen Erfahrungen. Versuchst es immer besser zu machen. Das macht einen Gewinner aus. Zu reflektieren aus den Niederlagen dann, okay, gut, was kann ich jetzt besser machen? Wie kann ich das jetzt verändern? Wie kann ich das jetzt optimieren? Wie mache ich es jetzt, dass mir das nicht wieder passiert? Diese Niederlage da. Dieser Verlust. Wie kriege ich es hin, dass mir das nicht mehr passiert? Deswegen, Leute. Embrace the struggle. Ist nichts verwerflich dran. Lass dir von keinem was sagen. Oh, du lebst viel zu unsicher und zu dies und zu das. So what? Und jetzt, wir leben unsicher und sonst was. Wir sind in unsicheren Zeiten. Wir sehen, was hier alles rumgeht. Da hört man wieder was, da hört man wieder was. Wollen die jetzt wieder Lockdowns machen? Wollen die jetzt wieder... Nutz die Zeit, die du hast, ganz ehrlich. Geh nicht auf diese sichere Karte. Denn wir sehen es doch. Wir sehen es doch, wie unsicher die Jobs sind und sonst irgendwas. Wir sehen es doch überall, wie unsicher dieses System ist. Das meine ich mit unsicheren Zeiten. Wir können diesem System nicht vertrauen. Jeder, der was dagegen sagt, oh, ist doch alles so sicher. Okay, mach deinen Job. Ja, mal gucken, wie das noch in ein paar Jahren dann ist. Wenn die Inflation sonst wo ist. Ja, dein Gehalt nichts mehr wert ist und sowas. Deswegen sage ich, wir sind in unsicheren Zeiten. Denn wir driften immer mehr in schwerere Zeiten, weil wir es viel zu gut haben. Und dadurch entstehen immer schwächere Menschen. Deswegen müssen wir stärker werden. Deswegen geht durch schwere Zeiten, damit ihr stärker werdet, Leute. Genau deswegen müssen wir das machen. Weil immer weichere Menschen entstehen. Guckt euch diese ganze Gender-Kacke an. Guckt euch Genderkrieg hier. Leute wissen gar nicht mehr, wer sie sind. Beispiel 2, soll ich weitermachen? Wir sehen doch, was für eine Insanity hier in dieser Welt abgeht. Leute sind sowas von verweichlicht. Komplette Weicheier, Loser. Kriegen nichts geregelt, ja? Nichts. Beschweren sich über jeden Mist. Oh, wir sind im Patriarchat, wir werden unterdrückt, wir werden dies, wir werden das. Was willst du jetzt dagegen machen?
Wenn dich doch irgendwas stört, dann veränder doch was. Aber da hakt's immer, da hapert's dann immer. Wenn du dann zu denen so gehst und sagst, ey, dich stört doch hier was, warum machst du dann nicht was dagegen? Ja, hey, machen, machen, wie machen? Nein, ich will, dass die anderen sich verändern, aber ich muss mich doch nicht verändern. So sind diese Clowns. Denken, dass sich die ganze Welt für die verändern muss. Aber eines ist gewiss, Gewinner haben eines verstanden. Die Welt wird sich nicht für dich verändern. Du musst deine Welt verändern und dann wird sich die Welt für dich verändern. Du musst deine kleine Welt verändern. Deinen Job wechseln vielleicht, deine Branche wechseln, deinen Beruf wechseln, was weiß ich, deine Location, wo du wohnst, musst du mal tauschen, wechseln, musst umziehen, was weiß ich. Aber verändere dich und dann verändert sich alles auch um dich herum. Aber sei kein so entitled Motherfucker, der da rumläuft. Ich will aber, dass die Welt sich verändert. Ich muss mich nicht. Das funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren. Mit deinem Entitlement, dass du denkst, du hast es verdient, so was Besseres zu bekommen, ohne etwas dafür zu machen. Ah, so klappt das, so läuft das Leben nicht. Du musst immer einen Beitrag leisten. Du musst immer etwas geben, um etwas zu bekommen. Nur so läuft es. Gib was und dann wird dir gegeben. Aber wenn du die ganze Zeit nur nimmst, wird dir genommen. Ganz einfach. Ganz einfaches Prinzip. Deswegen geht durch schwere Zeiten, in einer Zeit voller Weicheier, Loser und fragiler Menschen, die wegen jeder kleinsten Kleinigkeit zusammenbrechen, müsst ihr die Starken sein. Denn nur die Starken werden jetzt gewinnen. Diese ganzen Weicheier, die werden alle verlieren. Die werden alle untergehen. Deswegen, wenn ihr jetzt schon mal ein starker Mensch seid, habt ihr einen riesen Vorteil gegenüber diesen ganzen anderen Lappen. Ihr habt einen riesen Vorteil. Ihr arbeitet Tag ein, Tag aus für eure Träume, für eure Ziele. Egal wie müde, wie kaputt, wie niedergeschlagen, wie viel Zweifel, Selbstzweifel oder sonst irgendwas man hat. Ganz egal, ihr arbeitet, gebt Gas, ihr struggelt euch durch. Ihr macht alles richtig. Guckt euch die anderen Clowns an, die sich die ganze Zeit nur am Beschweren sind und sonst was. Und du bist hier und veränderst tatsächlich. Arbeitest für die Veränderung. Deswegen, mit dir ist alles gut. Du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du auf die Veränderung hinarbeitest, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dich nur am Beschweren bist und arbeitest nicht, solltest du mal deine Schritte überdenken. Ob es sich lohnt, sich die ganze Zeit nur aufzuregen, ohne etwas zu leisten, zu machen dagegen. Lohnt sich das? Das ist Zeitverschwendung. Wenn du dich die ganze Zeit nur beschwerst, aber machst nichts dagegen. Das ist reinste Zeitverschwendung. Deswegen verschwende keine Zeit mehr. Investiere deine Zeit weise in deine Träume, in deine Ziele. Und auf diesem Weg werden oftmals schwere Dinge dir in die Quere kommen. Du musst schwere Entscheidungen treffen. Ja, du hast irgendwie schwere Zeiten. Ja, es ist nichts für Weicheier. Dieser Weg ist nichts für Lauchs, für Weicheier, für kleine Opfer. Dieser Weg ist nichts für fragile Menschen. Ah, dieser Weg ist nur etwas für die Stärksten. Und mach dir eins klar: Die meisten sind fragile Weicheier. Deswegen kannst du auch nicht auf Menschen zählen. Zähl auf dich selbst. Zähl auf dich selbst. Struggle dich alleine durch. Und häng dich an keine Menschen ran und sonst was. Zähle auf dich selbst. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf diesem Weg nur das Beste. Macht euch klar, dass Struggle sein müssen. Es muss schwer sein, damit es leichter wird. Aber wenn du die ganze Zeit nur leicht lebst, wird es irgendwann immer schwerer. Das ist einfach das Gesetz der Natur.
Wenn man sich die ganze Zeit nur leicht, 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 leicht macht, irgendwann wird es nur noch schwerer und schwerer. Weil du die ganze Zeit den leichten Weg gehst und du räumst keine Probleme aus der Welt. Nein, du schaffst dir immer mehr an. Aber wenn du es dir schwer machst, schwer machst, schwer machst, die ganze Zeit, wird es mit der Zeit nur noch leichter. Weil du immer besser im Problem lösen wirst. Deswegen seid ein Problemlöser. Seid ein Problemlöser. Und ihr werdet merken, wie alles leichter wird. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Für Coachings, guckt in die Videobeschreibung. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie ihr mich erreichen könnt. In diesem Sinne, zieht durch. Lasst euch nicht aufhalten. Peace out. Stay blessed.